Ich glaube, ich habe jetzt ein Bild. Bei Instagram funktioniert das auch. Da ist die Instagram-Kamera und da ist die Facebook-Kamera. Also ich bin hier in meinem kleinen Heim in Erfurt. Um mich kurz vorzustellen, ich bin André. Ich mache als N13 schon seit geraumer Zeit hier dieses Projekt und bin quasi alleine unterwegs als Alleinunterhalter und spiele mit diesem Setup Live-Konzerte. Aber da das gerade nicht geht, tja, was soll ich sagen? Da geht es mir so wie vielen anderen befreundeten Musikerkollegen auch. Da lässt sich einfach kein Live-Konzert erledigen. Aber ich hoffe, dass das bald wieder irgendwie geht. Ob das dieses Jahr noch geschieht, das weiß niemand. Ist auch ein Blick in die Sterne. Ich weiß es nicht. Und niemand weiß es. Deshalb vielen Dank an die lieben Menschen von Deep Pop in Weimar für diese Einladung, für diese Möglichkeit, heute diesen schönen Livestream hier zu machen. Und die haben mich gebeten, auch ein bisschen darauf hinzuweisen, dass ihr euch gerade dafür bewerben könnt. Also wenn ihr, liebe Leute, möchtet, könnt ihr gerade euch bewerben für den diesjährigen Jahrgang. Ihr könnt quasi beim Deep Pop Bandcamp mitmachen und ich kann es wärmstens empfehlen. Und vielleicht gibt es auch eine Musik durchs Land Tour, wenn es die Lage zulässt. Aber so oder so, bewerbt euch, schaut parallel ruhig mal in die Links hinein und guckt dort, ob das vielleicht was für euch ist. Es gibt noch die Möglichkeit, euch zu bewerben und ich werde auch nochmal darauf hinweisen. Mir hat super viel gebracht. Ich habe 2018 teilgenommen am Projekt, zum Beispiel auch mit Joyce November, die letzte Woche ja diese schöne interaktive Live-Session hier eröffnen durfte. Und auch das Neuwerk war mit dabei und Franziska Schicketanz und das war eine ziemlich coole Runde. Es hat Spaß gemacht, es war auch anstrengend, aber es war schön. Und ich denke da immer gerne zurück und mir hat es super viel gebracht. Und wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, dann solltet ihr es auch mal probieren. Aber ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, probiert es einfach mal. So, ziemlich viel geredet. Ich bin N13 und ich hoffe, die ersten haben sich so reingeklickt und sind jetzt hier dabei und sind gespannt, was ich jetzt hier mache mit diesen ganzen Maschinen. Ich habe ein paar Songs für euch vorbereitet und die werde ich jetzt spielen. Und ihr könnt mir quasi über die Schulter schauen, ihr könnt zugucken, was ich mache, ihr könnt auch Fragen stellen und ich versuche das zu beantworten, wenn ich denn irgendwie kann. Und es ist, wenn ich manchmal angestrengt gucke oder böse gucke, dann ist das nur der ganzen Technik hier drumherum geschuldet, die doch irritierend und aufregend auch für mich ist, weil es ist natürlich schöner, jetzt live bei euch zu sein in einem Raum und da Musik gemeinsam zu machen, aber das geht ja nun gerade nicht. Und deshalb lasst uns gemeinsam einen schönen Abend haben. Ich habe hier meinen Bierständer wie immer dabei. Das heißt, ihr könnt jetzt noch mal kurz losrammeln und euch einen Pilz holen oder einen Wein oder einen Kaffee, je nachdem, was ihr gerade macht. Und dann haben wir eine Stunde Zeit, jetzt ein bisschen gemeinsam Musik zu machen. Macht am besten den Fullscreen-Mode an oder werft noch schnell einen Beamer an und holt euch ein paar kühle Getränke und dann haben wir hoffentlich einen schönen Abend. Also schön, dass ihr dabei seid. Ich bin N13 und ich mache jetzt eine Stunde bisschen Musik. Viel Spaß dabei. Prost. Ich hoffe auch, ihr seid alle gesund und euch geht's gut, euren Liebsten auch. Ich kenne tatsächlich noch niemanden, der dieses doofe Virus hat. Aber ich hoffe, das bleibt doch so.
will die someday, sometime. Heart failure at the bank. Choke on a mint. Some long drawn out disease you contracted on vacation. You will die. You will absolutely die. Even if you avoid this death, another will find you. And I guarantee that it won't be nearly as poetic or meaningful as what she's written. I'm sorry, but it's the nature of all tragedies, Harold. The hero dies, but the story goes on forever. Thank you.
It flies off the handle. I see it now. I see what Tess was talking about. I never told you this, Gordon, but she... She left me. Tess left me. For 6 months, she moved back in with her parents. I know. Change. You have changed, Sam. Hey, Gertie, since I've been up here, I've sent her over 100 video messages. Where did those messages go? Did they ever reach her? Sam, I can only account for what occurs on the base. What about the messages she sent to me? Sam, I can only account for what occurs on the base. Clone.
bored with watching actors give us phony emotions. We're tired of pyrotechnics and special effects. While the world he inhabits is in some respects counterfeit, there's nothing fake about Truman himself. No scripts, no cue cards. It isn't always Shakespeare, but it's genuine. It's a life. Okay, an dieser Stelle kurzer Break. Das waren so die ersten drei Songs und schön, dass ihr dabei seid bei diesem kleinen Abendstream am Samstag. Vielleicht kommt ja nichts im Fernsehen und ihr könnt ja auch nicht so richtig rausgehen. Man kann ja nirgendwo hingehen. Ich mach das mal kurz aus. Und einen schönen Abend haben. Deswegen freue ich mich, dass ihr hier dabei seid und wir so zumindest einen gemeinsamen Abend haben. Obwohl wir uns nicht sehen, seht ihr mich ja zumindest und das ist ja zumindest eine schöne Seite. Ich bin N13 und ich komme aus Erfurt und falls ihr euch jetzt eingeschaltet habt, das ist der Deep Pop Livestream. Ich war selber bei Deep Pop beim Bandcamp 2018 zusammen mit so illustren Künstlern wie Joyce November oder Franziska Schicketanz oder das neue Werk und wir haben gemeinsam die Köpfe aneinander gesteckt und geschaut, was dabei rauskommt und mir hat super viel gebracht und ihr könnt euch gerade dafür bewerben, ihr habt noch ein bisschen Zeit und schaut auch einfach mal auf der Seite von Deep Pop nach, das findet ihr hier auch als Link im Stream. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich mache so elektronische Musik, habe früher viel Post-Rock gemacht, Punk-Rock gemacht, aber jetzt irgendwie mit Familie, zwei Kindern ist das schwierig. Und hier in meiner kleinen Ecke, ihr seht das, ihr könnt mir über die Schulter schauen, sitze ich dann immer abends und fummel an den Instrumenten rum und da kommt dann sowas bei raus. Ich habe gerade eine neue Platte fertig und die könnt ihr parallel mal googeln, wenn ihr möchtet. Die heißt Lost But Empty und der Track, den wir gerade gehört haben, Empty, der ist da auch mit drauf zum Beispiel, neben 10 anderen. Und ihr könnt es auch kostenlos runterladen im Netz unter Bandcamp. Wenn ihr parallel noch ein bisschen Kohle locker machen wollt, könnt ihr auch hier spenden. Es gibt einen Link dazu in der Veranstaltung, in den Kommentaren. Und da könnt ihr mir was auf mein PayPal-Konto hauen und ich gebe das 1:100% an Pro Asyl weiter. Pro Asyl ist eine Vereinigung, die sich um Menschen kümmert, die kein Zuhause mehr haben, so wie wir, die kein Internet haben und keinen Computer und keine schönen Kopfhörer und Instrumente und die einfach keine Zukunft haben. Ja? Die haben kein Zuhause und keine Zukunft, keine schöne Vergangenheit und diese Menschen, die Asyl suchen, die auf der Flucht sind, die werden unterstützt in ihren Rechten, denn die Rechte von diesen Menschen sind des Öfteren sehr, sehr stark beschnitten, auch von Kindern, von Älteren, von Frauen, von Männern, von allen Menschen, die sind davon betroffen. Deshalb, wenn ihr Lust habt, lasst was im virtuellen Hut da und ich spende das an Pro Asyl. Also vielen Dank dafür, ich mache noch ein bisschen Musik. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, ich versuche das zu beantworten, aber auch das Team von Deep Pop ist parallel hier fleißig dabei und versucht die Fragen, soweit es geht, zu beantworten. Ich habe noch ein paar Songs für euch und die Zeit rennt. Oh Mann, ich muss mich beeilen. Aber ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und der Empfang ist gut. Ansonsten schreibt was rein. Ich kann jetzt hier eh nicht viel ändern, aber ich glaube, die Lämpchen sind alle grün. Das sieht erstmal gut aus. Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen dabei seid. Sagt es euren Freunden, teilt das Ganze gerne auch und ladet die mit ein. Macht eine Watchparty, wie man das heutzutage in Corona-Zeiten macht. Der nächste Song passt eigentlich ganz gut zum Thema und der heißt Planet B. Der geht so. Thank you.
Say goodbye.
You're only left with tears in your eyes. That's it. Hold on. Boom. Baby. I got. Well, I didn't make it, but I got us a song. You know, like our song that would just be for you and me. Because everybody's got songs, but they're lame, and they all share them. You know, it's disgusting. Not us. We have our own song. What is it? Do you want to listen to it? Thank you.
Ihr schaut den Depop-Livestream mit N13. Schön, dass ihr dabei seid. Es macht super Spaß. Ich fühle, dass wir eine gute Zeit haben. Und ich habe noch ein paar Songs für euch. Wenn ihr Lust habt, lasst was in der Spendenbüchse da und ich überweise das an ProAsyl für den guten Zweck. Und ihr könnt euch schön auf der Couch zurücklehnen. Und ihr wisst, dass ihr was Gutes getan habt. Dieser Song hier heißt Pillows. Pillow heißt Kissen auf Englisch und vielleicht kennt ihr das, wenn euer Partner oder die Partnerin am nächsten Morgen nicht mehr da ist und das Kissen duftet noch nach ihr oder nach ihm und das ist was Schönes. Und so geht Pillows. Thank you.
And honestly, being an animal activist can be really hard because every year, 100 billion, over 100 billion animals are killed by and for humans. That's billion with a B. So it's challenging. But on the other hand, being an animal activist is kind of easy because all I have to do is remind people of what they already know and remind people of what they already feel. Because I assume everyone here, except for the sociopaths, has had that experience of like bonding with a cat or bonding with a dog and feeling that heart-expanding love. And of course, I mean, as I've been doing this for a long time, I've learned many things that have sort of reinforced my animal activism. The fact that animal agriculture is the second leading cause of climate change, that 75% of antibiotic resistance, the plague that awaits us all, is a result of animal agriculture, because the animals on factory farms are treated so badly and they're so sick, the only thing keeping them alive are mega doses of antibiotics. The role of animal agriculture in cancer, diabetes, heart disease, Alzheimer, obesity, the fact that 90% of rainforest deforestation is attributable to animal agriculture. 50% of ocean acidification comes from animal agriculture. So all these facts sort of strengthen and buttress my activism. But at the end of the day, what sustains me as an activist is love. The unconditional love I had for all the animals I grew up with, and the unconditional love I have for all animals. And I think that's the best part of who I am, that selflessness and love and patience and kindness. And I think it's the best part of who we are.
das ist auch schon das letzte Lied, was jetzt kommt. Ich bin N13 und ich komme aus Erfurt und ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Es hat super Spaß gemacht. Schaut bitte auf der Pop-Seite vorbei oder schaut auf meinem Profil vorbei und informiert euch bei Pro Asyl, wenn ihr Lust habt. Lasst was im virtuellen Spendentopf, wenn ihr möchtet. Ich spende die gesamten Einnahmen an diese coole Aktion. Also, vielen Dank an das Team von Depop für die schöne Einladung und ich wünsche euch alles Gute für euch und eure Liebsten. Stay safe und stay home und ich hoffe, dass wir uns bald umarmen. Ich habe so Bock, euch alle zu umarmen. Das glaubt ihr gar nicht, aber euch geht es sicherlich ähnlich. Aber ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Ich denke, alles wird gut. Der nächste und letzte Song heißt West und das ist auch der neueste und ich freue mich riesig drauf, den zu spielen. Man sei mir verziehen, wenn ich jetzt ein bisschen überziehe, aber ich sag schon mal danke. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ein Song gibt's noch. Thank you.
Zuhören. Dankeschön, Facebook. Dankeschön, Instagram. Ich glaube, Instagram war gerade mal kurz weg, aber hey, sorry dafür. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen und umarmen können. Bleibt schön gesund und habt euch lieb. Dankeschön. Das war N13 live im Deep Pop Stream. Danke, ciao.